Moin und herzlich willkommen zu einem erneuten Video. In diesem Video soll es um gehen. Aber ich habe noch eine kleine Neuigkeit, und zwar das nächste Video soll um dieses Schmuckstück hier gehen. Die einen oder anderen haben es mitbekommen. Ich habe hier so eine schöne Standheizung zu Weihnachten geschenkt bekommen. Die werden wir im nächsten Video installieren. Da müssen wir vorne eine Radhausschale an den Zuheizer, ein bisschen Kabel legen, dies und das. Wer das nicht verpassen möchte, lasst gerne ein Abonnement da und ein Like in diesem Video. Ich würde sagen, bevor wir aber hier dran schrauben, an den drei Sachen, die ich gerade genannt habe, ab zum Friseur. So, Friseur, und mein Ziel heute, ich habe hier schön Thermoskanne mit Kaffee, und mein Ziel heute ist es, fertig zu werden, bevor das Getränk hier kalt wird. Gut, womit fangen wir aber an? Ihr habt es wahrscheinlich gerade gesehen, ne? Die Heckklappe, die hat gar keinen Gegendruck mehr. Kann es ja mal zeigen, also da merkt man auch, was das Teil eigentlich wiegt. Ja, und da kommen dann schön neue Dämpfer rein. So, die beiden Dämpfer habe ich hier. Zack, sind gar nicht so günstig gewesen. Ich glaube, 66 Euro habe ich jetzt bezahlt für die beiden. Nicht mal irgendwelche Markenteile. Und das Ganze wäre ja kein Touareg, wenn es nicht außerordentlich schwer wäre, das auszutauschen. Das heißt, wir müssen schön das einmal abbauen. C, naja, was ist das? A, B, C, D, die Säule abbauen. Und dann irgendwo hier ein bisschen Dachhimmel runterbiegen und so. Danach hier, zack. Obwohl das Auto zugeschlossen ist, also jetzt nicht, aber die geht immer auf. Das Ganze habe ich schon mal versucht auszubauen und umzutauschen mit diesem Teil hier. Das ist ein Schloss vom Vorbesitzer, also den hat er gekauft und dazugelegt. Wie wir aber sehen, der ist 7-polig. Jetzt bin ich auf die Suche gegangen, hier und da, weil der hat nicht gepasst. Ich brauche 9-Pole. Und der, wie man sieht, ist 9-polig. Der Clou an der ganzen Sache ist aber, das ist ein Schloss für vorne rechts, nicht für hinten rechts. Ich habe geguckt, für hinten gibt es keine 7-polige. Naja, wir werden sehen, ob es passt. So, und zu guter Letzt, jeder Touareg-Fahrer kennt das Phänomen, und zwar die Handbremse. Die ist ja jetzt angezogen, dann löst man sie. Und wenn man jetzt losfährt, piept es trotzdem. Und dann muss man immer mit seinem Fuß von hinten einmal, zack, diesen letzten Ruck noch geben. Dafür habe ich hier einen schönen neuen Dämpfer, wie man sieht. Da geht er einmal lang, den tauschen wir aus, damit ich hoffentlich mit dem Fuß immer nicht mehr nachziehen muss. Aber wir fangen hier mit an. Zack. Oh. Das habe ich ja schon einmal abgenommen, tatsächlich. Ach, guck mal einer an. Zack, das Teil ist einmal ab. So, als nächstes dann die D-Säulenverkleidung hier und hier, weil beide Seiten natürlich austauschen. Und dann kommt man schon quasi an das Dachhimmel, dass man es so ein bisschen runterhängen kann. Oh, das ging ja sehr einfach. Zack. Jetzt möchte ich ja einmal Dachhimmel so ein bisschen runterbiegen. Ja, wie man jetzt sehen kann, muss ich dieses Teil einmal ein bisschen zurückbiegen. Und dann kann man das ganze Teil so nach unten klappen. Ah, so das Ganze hier natürlich auch. Und dann hat man das schon mal lose. Wir müssen hier ran. Diesen Deckel, den müssen wir hier einmal abnehmen. Ich muss jetzt halt immer Stück für Stück diese Schrauben da lösen, bis ich diesen ganzen Deckel hier abnehmen kann. Und zwar gehe ich jetzt wie folgt vor. Dann gehe ich hier immer drunter und dann hebel ich die so raus, bis die abfallen. Natürlich, diese müssen eigentlich rausgeschraubt werden. Ich komme da aber einfach nicht dran. Es geht nicht anders. Und wie man sieht, ist da dann unser Dämpfer. Ich meine, selbst an den kommen wir schlecht dran. Ich merke ja, der ist ja nur ausgehakt. Guck mal, seht ihr das? Da ist der Kugelkopf, wo der dran sein muss, und hier ausgehakt. Wenn das auf der anderen Seite so ist, mache ich das wieder rein und hoffentlich klappt das. Ja, hier ist dann immer zu empfehlen, das Ganze sauber zu machen. Manche machen dann auch hier wieder so Silikon und sowas drauf, damit das Ganze auch dann weiterhin dicht ist, weil hier halt sonst Wasser reinkommen kann. So, das Teil ist auch draußen, und wie soll es anders sein, der Dämpfer ist natürlich drinnen. An der Stelle, wo ich gerade dabei bin, mir ist gerade eingefallen, ich wollte mich noch bedanken für 500... Ich will immer 500.000 sagen. 500 Abonnenten. Ich weiß, ist immer dieses klischeehafte aber ich meine, 500 Leute sind nicht wenig, und ich kann mich noch daran erinnern, als ich das allererste Video hochgeladen habe und den allerersten öffentlichen Abonnenten bekommen habe. Es ist ja so, bei YouTube kann man einschalten, dass man das sieht, wenn man abonniert. Ich hatte dann irgendwie, keine Ahnung, 12 Abonnenten oder so, alle halt, dass man es nicht sieht. Und dann kam der erste, den man sieht. An der Stelle natürlich vielen Dank von einem öffentlichen Abonnenten schon zu ganz vielen, mittlerweile schon über 500 Abonnenten. Ich muss die Heckklappe ganz nach oben machen, dass ich an den Kugelkopf da komme. Den sieht man gerade, blende ich jetzt mal mit einem Pfeil ein. Und ich muss das Ganze auch ganz hoch machen, damit ich hinten rankomme an den Kugelkopf. Wie ihr wisst, bin ich alleine. Und deswegen habe ich mir hier mal so zwei
Latten geholt und dann versuche ich die mal hier irgendwie ranzukriegen. Ich habe ein Problem, wenn das Ding runterrutscht, ne? Ich muss ja hier diese Metallklammer abmachen. Ich kann das Ganze mal hier dran zeigen. Der Seite muss man ja das Teil so zack nach vorne und dann könnte man das Ganze lösen. Aha. So, jetzt muss ich wieder die Heckklappe ein bisschen zurück machen. Okay, ist ab. So, da liegt er. Jetzt müsste ich den hier so rauskriegen. Oh, Alter, wusste das, was passiert. Bin so zurückgegangen, so zack, zack, zack und dann hier boom gegen. So einmal mit dem Kopf gegen und dann noch von oben Heckklappe gegen den Kopf. So, und wie man da sieht, muss ich jetzt diese Klammer da lösen und dann kann ich den ganzen Dämpfer da rausnehmen. Hoffentlich, in der Theorie. Aha, guck mal. Zack. So, das sind die alten Dämpfer. Alter. Alter, wie ja 8 Milliarden Tonnen. Alt und neu. So, ich habe jetzt hier nochmal so ein Auffahrteil noch hingelegt. In der Hoffnung, dass es zumindest ein bisschen was bringt, damit, falls es runterrutscht, nicht so schnell runterrutscht, sondern zumindest ein bisschen aufgefangen wird. So, natürlich vorher diese Dinger alle. Ist klar. So, ich habe das jetzt so gemacht, dass ich von hier rankomme und wenn ich das hier, dann komme ich von hier ran. So, dann kommt das hier rein. Dann bin ich vorhin hier hingegangen und jetzt habe ich das hier reingekriegt. Zack, drin. So, jetzt muss ich hier wieder so rum. Das ist ja vorhin extra so gemacht, dass ich von hier gut rankomme. Ein paar Stunden sind vergangen, ich war noch mal kurz weg. Ich habe schlechte Neuigkeiten und zwar, tatsächlich ist der rechte Dämpfer rausgeflogen. Und ich habe mir das mal eben angeschaut und ich weiß auch wieso. Ja, das ist nicht ganz so gut, muss ich sagen. Ich zeige euch das Ganze mal. Ihr seht ja den Kugelkopf dort und der Dämpfer ist ja jetzt ab. Und vorher war das ja auch so, der war ab. Das heißt, wenn man die Klappe zugeschlagen hat, kam das ein oder andere Mal vor, dass es ein bisschen geknallt hat. Und das war dann der Dämpfer, der gegen den Kugelkopf gestoßen ist. Okay, auf der Kamera sieht man es nicht so gut. Der Kugelkopf ist weggeknickt, quasi jetzt nach vorne zum Motor hin. Ja, und deswegen, weil der eben so schräg ist, fliegt das immer wieder raus. Das heißt, ich muss den Dämpfer jetzt wieder rausholen und muss mal versuchen, mit einer Rohrzange oder sowas irgendwie das wieder gerade zu biegen. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Das muss man jetzt natürlich nochmal angehen. Ich hoffe natürlich, das geht. Ist blöd, weil wenn es nicht geht, dann... Ja, was dann? Keine Ahnung. Mit der Zange komme ich da nicht ran, aber ich habe meine Konstruktion ein bisschen aufgepimpt. Ne, zack. Hätte man auch mal früher drauf kommen können. Nicht mit der Brechstange, nein, Montierhebel. Ich habe dazu gelernt, bin ich hier so rein und dann habe ich das Ding wieder gerade gebogen. Jetzt sieht man auch, dass hier, da nämlich war vorhin eine Lücke. Vielleicht blende ich das jetzt mal ein. Und die ist jetzt nicht mal da. Ne? Wie man sieht, da nichts mehr Lücke. Und jetzt wieder Dämpfer rein. Also wieder alles drin. Was soll ich sagen, vorhin ist das halt random. Das ist natürlich ein Problem, ne? Thema Heckklappe ist hiermit dann abgeschlossen. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht mehr dran probieren. Ärgert mich wirklich sehr. Ist, finde ich, auch sehr schade. Naja, wäre das jetzt nicht kaputt, wäre das Problem jetzt behoben. Ja, hat mich schon genervt, dass die Heckklappe nicht geht. Und jetzt kann ich nichts mehr machen. Und ich glaube, auch in Zukunft braucht man sich da nicht mehr versuchen. Weil was soll man da jetzt machen? Schweißen? Ja, schweißen. Aber auch nee. Macht man einfach ja nicht. Jetzt Türschloss hinten rechts. Und wenn das nicht klappt... Dann weiß ich auch nicht, weil da ist ja auch ein Risiko bei, weil ich ja eben Türschloss für vorne rechts gekauft habe, wegen dem neuen Poligen. Das ist alles ein bisschen blöd. Naja gut, wir fangen einfach hier an. Stay positive. Und also, Türpappe runter und die ganzen Schrauben links, rechts. Ich habe das ja schon einmal gemacht. Ich hoffe, ich kriege das wieder hin. Ja, dann legen wir mal los, ne? Die Schraube, dann die will ich einmal lösen und genauso von hier unter der Abdeckung und hier in dem Loch.
das drehen und gleichzeitig das Teil hier rausziehen. Zack, okay. So, Teil ist raus und jetzt können wir eigentlich den ganzen Rahmen hier einmal rausnehmen. Bevor wir das aber machen, müssen wir den hier noch rausnehmen. Und deswegen brauchen wir auch zwei Mann. Und gleich kommt noch jemand, der mir dann hilft, um genau dieses Ding gleich wieder reinzukriegen. Ich glaube, das war einfach so. Und dann kann man das alles hier so rausholen. Habt ihr schon gemerkt, dass heute irgendwie nicht so richtig läuft? Ich habe vergessen zu filmen, wie ich den Rahmen da abgenommen habe. Ich habe den da auf Reifen gelegt und jetzt müssen wir einmal das Schloss austauschen. Das Schloss, was ich jetzt gekauft habe vorne, sieht identisch, aber wirklich komplett gleich zu dem für hinten aus. Ich habe ja hinten ein, nur halt eben siebenpolig. Ich habe auch gemessen und so Maße, stimmt alles, bis auf, dass der Stecker halt anders ist. So, dann habe ich hier einmal das Neue. Hier das, was eben verbaut war. Und wie wir sehen können, sehen die identisch aus. So, ich habe mir jetzt nochmal angeschaut, wie das Ding reinkommt. Also, wie man hier sieht, haben wir so ein Ding. Und das kommt genau hier rein. Zack, raufgeschoben. Dann kommt hier der Bautenzug. Kommt nämlich hier rein. So, raufschieben. Na, jetzt von der anderen Seite. Bautenzug rein. So, ist drinne. So, das weiße Teil jetzt auch drinne. Da, zack. Hier, Stecker. Zack. Drinne. Und jetzt kommt noch der Rahmen dran. Dann ist das Ganze auch ein bisschen fester. Und genau, das Ding kommt dann wieder in den Griff. Hallo, Verstärkung ist gekommen und wir haben das Ganze einmal eingebaut. War wieder mal richtig, richtig kompliziert gewesen. Hier dieser Bolzen, der muss da von oben, zack, runter. Da, der Bolzen muss da so von oben rein. Das verkantet, verhakt sich überall. Dann muss das hier noch durchgesteckt werden, also alleine unmöglich. Gleichzeitig muss dieses Teil hier auch noch rauskommen. Wie man hier sieht, kann man ganz leicht, da ist das Schloss, da müssen gleich die Schrauben rein. Hier auch die Schraube muss da ja rein. Das Ding kommt ja jetzt hier wieder rein und ich habe ja vorhin gezeigt, dass wichtig ist, dass das Teil hier nochmal wieder reinkommt. So, jetzt ist das Ding drin. Das sind ja die Löcher. Koppelschraube. Aha, guck mal. Das klingt so, als würde es auseinander gleich fallen. So. Okay. Hauptsache, es schließt ab. Ich finde, das ist wichtig beim Fahrzeug, dass es abschließt. Das ist wichtig, ja. Ich habe mir auch schon gedacht, was ist, wenn es jetzt nicht klappt? Ich habe der ganzen Welt erzählt, dass mein Auto nicht zu ist. Einfach rausschneiden, fertig ist. Da muss ich ziemlich viel rausschneiden. Packst ein Placement rein. Ja, ja, ja. Das ist ein Touareg. Hätte ich noch nie geschraubt, wirklich. Aber kennst du das? Mit der Hand kannst du nicht reinschrauben, die Schraube. Mhm. Sobald du dann mit der Knarre angehst, ist die Schraube aber zu locker für die Knarre. Nur Schrauber kennen dieses Problem. Es wird, glaube ich, 100-Stunden-Video, glaube ich. Klingt wirklich so richtig billig einfach. Jetzt würden wieder Leute schreien, weil VW. Ah, alles gut. Jo, mein Herz gerade, ne? Ich dachte, das ist vorbei jetzt. Ja, ich würde sagen, ich mache dann einmal drumherum alle Schrauben rein. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich das Ganze angeschlossen habe. Die Türpappe, wie ich die reinmache, brauche ich euch ja nicht zeigen. Werde ich dann vielleicht einen Zeitraffer oder sowas machen. Bis gleich. Schaut mal einer an. Fühlt sich nicht gerade sehr luxuriös hier an, das Öffnen. Aber ich habe ja auch das billigste Schloss überhaupt gekauft, ne? Oh, lecker. Ich bin glücklich, dass es jetzt klappt. Zack. Okay, geil. Ich habe mir ja vorhin hier ein Ziel gesetzt, dass ich fertig bin und mein Kaffee noch warm ist. Nicht geschafft. So, neuer Tag. Ich wollte einmal aufzählen, was wir überhaupt gemacht haben jetzt. Also, wir haben ja angefangen mit der Heckklappe. Wie weit sind wir gekommen? Ihr habt es ja gesehen, ist leider abgebrochen. Aua, dann müssen wir wahrscheinlich schweißen oder wie gesagt, ne, schreibt es in die Kommentare. Ist deutlich leichter, also auch wenn jetzt nur ein Dämpfer drin ist, immerhin ist es zumindest ein bisschen besser geworden. Dann haben wir ja hier Schloss gemacht. Ist von der Haptik leider gar nicht gut, fühlt sich nicht gut an. Aber es geht ja, ne, natürlich darum, dass man zuschließen kann und dass die Tür auch dann eben zu ist. Und
Dann haben wir das mit der Handbremse gemacht unten. Da kann ich euch das mal zeigen. Das Problem eben hierbei war immer, dass wenn man die Handbremse gelöst hat, musste man immer mit dem Fuß so nachziehen. Wenn man es nicht gemacht hat, dann hat er vorne immer gesagt, ja, Handbremse lösen. Oh, jetzt habe ich hier irgendwie Fehler gerade. Bremsbeläge prüfen. Keine Ahnung, eigentlich sind die Belege okay. Dann hat man hier so gezogen. Und wenn man jetzt mit dem Fuß nicht hochgezogen hat, dann ist man losgerollt. Und dann hat er immer gesagt, ne, Handbremse fest. So, das macht er jetzt nicht mehr. So, somit wären wir dann durch. Hat eigentlich alles soweit gut funktioniert, bis auf die Dämpfer hinten. Ah, und ich wollte noch sagen, ich habe jetzt Instagram. Da lade ich ein bisschen Bilder hoch und sowas. Ne? Wer Instagram hat, der kann gerne da reinfolgen. Ich würde sagen, wir sind eigentlich durch mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Lasst hier gerne ein Like da. Auch gerne ein Abonnement, falls noch kein Abonnement geklickt wurde. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und ich wünsche allen natürlich einen schönen Tag. Bis dann.